Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Software Hardware 24. Ich möchte euch heute meine neue Bluetooth Keyboard fürs iPod vorstellen. Ich war lange auf der Suche nach einem Bluetooth Keyboard für mein iPad, war dabei auf diverse andere Hersteller in Betracht gezogen, wie Logitech oder Belkin, bin aber dann schlussendlich auf Anker gestoßen und auch da geblieben, zumal der Preis hier wirklich deutlich geringer war als bei den anderen Herstellern. Ich wollte natürlich erstmal nicht so viel ausgeben, um erstmal zu gucken, wie das überhaupt ist. Und da ich von der Qualität von Anker durch die mobilen Akkus, die wir andauernd testen, schon sehr überzeugt war, habe ich gedacht, probiere ich davon auch einfach mal das Bluetooth-Keyboard aus. Und dadurch bin ich dann schlussendlich auch erstmal auf das TC940 von Anker gekommen und habe mich auch dafür entschieden. Wie das Ganze aussieht, möchte ich euch jetzt mal zeigen. Wir haben hier mal die Verpackung. Da wird hier das Cover abgezogen. Hier und noch eine kleine Lasche zum Aufmachen. Und hier haben wir auch schon das Keyboard an sich. Es wird noch zusammen mit einem Ladekabel geliefert. Normal USB auf Micro-USB, um die Tastatur aufzuladen. Dann haben wir hier die Tastatur einmal an sich. Noch eine Bedienungsanleitung. Und je nachdem, ob man mit dem Produkt zufrieden ist, dass man da dann bitte doch bei Amazon eine Rezension hinterlässt. Kommen wir einmal zu der Tastatur an sich. Die Oberfläche ist schwarz hochglänzend. Wir haben hier in der Mitte einmal die Leiste, wo man später das iPad reinstellt. Was hier gerade schon aufgesprungen ist, das ist der passende Halter dafür. Das zeige ich euch gleich mal. Wir haben hier oben noch zwei kleinere Noppen und hier oben etwas größere Gumminoppen. Hier liegt das iPad mit dem Bildschirm dann später auf, wenn man es zusammenklappt, sodass das Display vom iPad nicht mit den Tasten in Berührung kommt. Das finde ich zum Beispiel sehr gut. Die Rückseite von der Tastatur ist in einem Aluminium-Design, genau wie das iPad auch. So fällt es gar nicht auf, dass es eine fremde Tastatur ist und man kann es von Weitem gar nicht unterscheiden, welche Seite jetzt das iPad ist und welches die Tastatur ist. Hier an der Seite haben wir noch den Magnetverschluss. Hiermit wird das iPad mit der Tastatur verbunden. Bei dem Magnetverschluss, muss ich sagen, war ich erst ein bisschen skeptisch. Weil, ja, so ein Magnet, da denkt man natürlich auch, das hält nicht, kann ja eigentlich gar nicht halten, zumal er ja relativ klein ist. Aber dieser kleine Magnet ist wirklich sehr kräftig und beim zusammengeklappten Zustand hält das wirklich jeden Transport problemlos stand. Kann ich das Ganze mal zeigen? Ihr müsst natürlich hier die Seite nehmen vom iPad, wo keine Knöpfe sind. Einfach hier anlegen, zack, schon ist der Magnet dran und hält auch wirklich problemlos. Wir können das Ganze auch mal aufklappen hier. Und auch hier, das hält wirklich sehr stark. Erst wenn man Dollar zieht, dann geht das Ganze ab. Und dann könnt ihr auch das iPad hier reinstellen. Hier ist so ein kleiner Mechanismus. Wenn man das iPad hier reinstellt, springt hinten die Klappe auf und das iPad steht. Ja, so viel dazu. Der Winkel, in dem das iPad steht, ist auch sehr angenehm, sodass man alles klar und deutlich lesen kann. Die Tasten, muss ich sagen, die Bedruckung ist sehr gut. Man kann alles klar und deutlich lesen. Hier oben sind auch noch Tasten mit einer Extra-Funktion. Das kann ich euch mal näher zeigen. Von wegen Pause, Play, Titel weiter, laut und leise, Helligkeit. Das kann alles direkt über die Tastatur bedient werden. Falls es jemandem schon aufgefallen ist, dann ist es natürlich auf eine Apple-Tastatur ausgelegt, dass das Add-Zeichen sich hier beim L befindet und nicht wie bei anderen Tastaturen auf der Q-Taste. War ich erst ein bisschen verwundert, weil ich zu Hause jetzt auch noch einen normalen Microsoft-PC mit Tastatur habe. So, und dann zeige ich euch jetzt mal, wie man das Ganze verbindet. Beim ersten Mal verbinden ist das noch ein bisschen anders. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Bei mir wird es aber leider nicht mehr ganz genauso sein, weil die erste Verbindung schon stattgefunden hat. Wir haben hier an der Seite einen kleinen Taster, Schiebehebel, den müsst ihr einmal bewegen. Dann leuchten hier die Lampen. Die blaue Lampe ist für das Bluetooth-Symbol. Wenn ihr euer iPad mit der Tastatur das erste Mal verbinden möchtet, müsst ihr hier unten die Fn-Taste und Taste C drücken.
Dadurch wird die Bluetooth-Funktion der Tastatur aktiviert und die Lampe hier unten fängt an zu blinken. Gleichzeitig müsst ihr natürlich auch noch die Bluetooth-Funktion an eurem iPad aktivieren. Dann in die Einstellungen gehen. Bluetooth. Bei mir wird die Tastatur hier jetzt schon angezeigt. Bei euch wird die dann dementsprechend auch angezeigt. Ihr müsst sagen verbinden. Später wird dann bei eurem iPad hier noch ein Code angezeigt. Das ist bei mir jetzt nicht mehr der Fall. Diesen Code müsst ihr dann auf der Tastatur eingeben und mit der Enter-Taste bestätigen. Dann verbindet sich das iPad mit der Tastatur zum ersten Mal und weiß dann, dass es dauerhaft gekoppelt ist, sobald eine Bluetooth-Funktion eingeschaltet ist. Sprich, das braucht ihr nur einmal machen und das Ganze funktioniert. Bei mir hat sich das jetzt schon automatisch verbunden und dann kann es auch schon losgehen. Ich kann euch jetzt hier mal ein Beispiel zeigen, wenn wir hier was schreiben wollen. Können wir hier ganz einfach reingehen und anfangen zu tippen. Je nachdem wie. Ich muss auch sagen, die Tastatur ist natürlich nicht so schnell wie am Computer, aber es reicht völlig aus. Ich kann jetzt hier mal einen Beispielsatz schreiben. Also von der Schreibgeschwindigkeit ist das völlig ausreichend. Mir war es halt sehr wichtig, da ich beruflich viel unterwegs bin, hauptsächlich im Flugzeug, wollte ich da eine vernünftige Tastatur haben, um zum Beispiel Artikel für die Webseiten zu schreiben. Deswegen wollte ich unbedingt eine fürs iPad und nicht unbedingt das Notebook mitzuschleppen. Und damit muss ich sagen, bin ich hier auf dem richtigen Wege. Die Qualität ist sehr gut. Ich bin voll damit zufrieden. Bin froh, dass ich dafür nicht so viel Geld ausgegeben habe und nicht ausgeben musste. Weil Anker bietet hier wirklich eine gute Alternative zu den anderen Produkten. Hohe Qualität, saubere Verarbeitung. Und ich muss sagen, ich bin damit voll zufrieden und für den Preis kann man auf keinen Fall etwas falsch machen. Einen ausführlichen Bericht dazu findet ihr auf der Seite software-andhardware-.de. Und jetzt stellt sich nur noch eine Frage. We'll be right back.